Und moin ihr Gamer, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin Olli von den Durchschnittsgamern und ich bin heute nochmal wieder alleine. Aber nur für ein Stündchen und 20 Minütchen, ja 10 sogar nur. Dann kommt der Freddy K, weil wir nochmal einen zweiten Versuch machen wollen. Der letzte Aufnahmeversuch ist ja irgendwie bravourös in die Hose gegangen. Ich weiß gar nicht genau warum. Naja. Ich bin in der Zwischenzeit immer noch mal ein bisschen wieder hier rumgelaufen, habe nur ganz wenige Sachen gemacht. Also ich mache wirklich nicht viel, während ich nicht aufnehme. Eigentlich gucke ich mir das Ganze nur an, aber ich weiß jetzt nicht, irgendwie habe ich eine neue Spitzhacke. Ups. Ach nee, Moment. Ich bin immer noch im Create. Ach so. Ah. Aber trotzdem habe ich irgendwie eine neue Spitzhacke aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht habe ich vergessen, dass ich sie mir gemacht habe. Vielleicht bin ich doch noch ein bisschen mehr rumgelaufen. Ein paar Tage ist es ja schon her. So. Gut, ich mache jetzt auf jeden Fall mal Folgendes. Ich will... Das mache ich aber, glaube ich, wirklich mit Eisen. Ach so. ja, ich weiß wieder. Ich bin ein bisschen rumgelaufen und dann bin ich nochmal kurz in so einer Höhle gewesen, habe mich so nach unten gegraben im Creative-Modus und bin aus der Welt gefallen. Das war ein bisschen blöd. Aber irgendwie, naja, und dann hatte ich da unten noch ein paar Diamanten gesehen, habe mir damit gleich eine neue Spitzhacke gemacht, weil ja wieder alles weg war. Was wollte ich machen? Das hier wollte ich machen, da brauche ich aber keinen Block für. Meine Güte. Ist unkonzentriert. So, als erstes... Nein, natürlich nicht. Olli. Als erstes werde ich jetzt nochmal ein bisschen Holz sammeln gehen. Denn das brauchen wir heute, nachher wenn Freddy K da ist. Ich werde ihn wahrscheinlich sowieso auch wieder losschicken, um Holz zu sammeln. Aber ich werde auch selber schon mal einiges sammeln. Und dann vielleicht mal ganz kurz schon mal auf die große Baustelle gehen, nochmal einen Kreis ziehen oder irgendwie sowas vielleicht. Und mal sehen. Riesig noch nicht. Erstmal setzen wir jetzt hier ein bisschen was ab. Ich frage mich wohl, ob sich das wirklich lohnen würde. Ob sich die Diamantspitzhacke wirklich so richtig lohnt. Ach, die Diamantaxt meine ich. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mir schon mal eine gebaut habe. Aber ich glaube... Ich werde auch nochmal eine neue Höhle erkunden und vielleicht gibt es da nochmal ein, zwei Diamanten und dann probieren wir das halt mal aus. Ich brauche sowieso noch massig Holz. Das ist irre, wie viel Holz das verschlingen wird, dieses Großprojekt. Und ich habe mich entschieden, neben der Tatsache, dass ich diese... Ah, okay, den Holz nehmen wir jetzt mal ab. Entschuldigung, neben der Tatsache, dass ich jetzt dieses Großprojekt habe und dass ich diesen Stall / diese Scheune bauen will... Ich habe mich noch entschieden, die Farm wieder wegzumachen und die Farm ein wenig aufzuhübschen. Und da gibt es einige wirklich tolle Optionen, was man mit so einer Farm machen kann. Also ich meine jetzt die, wo das Gemüse dran groß wird und aufwächst und den Jugendlichen Straßenbanden umherzieht und kleineres Gemüse das Taschengeld klaut. Also, ne, ihr wisst schon. Das Vorstadtgemüse sozusagen. Ja, ich habe ein kleines Problem schon mit Minecraft entdeckt. Seitdem ich den Shader benutze und das neue Texture Pack, sind die Folgen bei mir, also haben eine beachtliche Größe erreicht. Also wirklich eine beachtliche Größe, das sage ich nicht nur so. Das ist echt irre. Also mal kurz. Genau. So machen wir das nämlich. Ach, dann finden wir nämlich auch noch das Holz, das sich hier versteckt. So, okay. Ich möchte nämlich auch eine ganze Menge Büsche mit haben, denn das, ich werde auch einen kleinen Garten anlegen, habe ich mir vorgenommen. Es gibt so viele tolle Sachen, die man machen kann und ich habe schon wieder echt 3 Projekte vor. Und dabei bin ich mit meinem Großprojekt noch nicht mal wirklich weit. Ah, okay. Ja, die sieht man jetzt natürlich überhaupt nicht mehr mit dem Shader. Das ist natürlich ein Problem. So. War es das jetzt vielleicht? Immer noch nicht, ja?
Das ist nochmal alles. Ah, okay. Und nu? Ah, da habe ich doch was gesehen, oder? Ja, jetzt verschwindet es. Sehr schön. Dann gib mir mal einmal ein Holz. Habe ich mir verdient. Dafür, dass ich dieses Riesenbiest hier abgeruppt habe. Wegruppe. So, dann pflanzen wir schon mal ein, zwei Bäumchen nach. Dann zwei, drei, vier, fünf und sechs. Ja, hier wächst ja auch wirklich einiges, das ist ja schön. Dann holen wir uns den Stamm auch zurück. So. Ja, und sonst, was gibt's sonst so Neues bei euch? Sagt doch auch mal was. Kann ich angehen, dass ich die ganze Zeit alleine reden muss. Ja, ich habe nebenbei noch ein, zwei neue Gäste organisiert. Also es werden demnächst noch, haben wir noch Prominenz zu erwarten. Naja, so halbe Prominenz, C-Promis. Nein, also ich werde auf jeden Fall mit einigen Leuten noch was machen, die es kaum erwarten können, mich sich in meiner Hall of Fame zu verewigen, die wir vielleicht sogar heute schon mal anfangen können. Also nicht in dieser Folge vermutlich, aber in dieser Aufnahmesession werde ich vielleicht schon mal ein paar Grundmauern ziehen. Das ist eine interessante Idee. Dafür muss ich aber eigentlich das Untergeschoss, also die untere Etage dieses Aquariums und dieses Beckens mal anfangen, damit ich eine Orientierung habe. Das ist so ein bisschen der Punkt. Da wollte ich auch schon hin und wieder mal mit anfangen. Aber dachte dann, ach Mensch, das zieht eigentlich so einen riesen Rattenschwanz nach sich, auf den du eigentlich noch keine Lust hast. Aber andererseits, das muss ja gemacht werden, ne? Von alleine macht es sich nicht. Ich habe mir das Projekt nun mal ausgesucht. Das war ich ganz allein. Ganz allein. So, gleich mal gucken, wie viel haben wir. Hier sind noch so viele Bäumchen, die ich abruppen kann. So, den noch. Den da auch noch. Dann pflanzen wir mal wieder ein bisschen was nach. Ah, den noch. Wir brauchen so viel Holz. Also auch für das neue, für das Farmprojekt, das ich mir da ausgesucht habe. Das wird auch wieder einiges an Holz fressen. Und da auch noch einer hin. Und da einer hin, ein neuer. Und da einer hin und da. Da und da und da. Das ist ein richtiger Wald wieder hier. So, da noch. Da. Es ist unglaublich. Im Forum, im Let's Play Forum, das ich ja über alles liebe, geht immer noch die Diskussion über die Drogen, über die Legalisierung von Drogen ab. Und noch immer zerfetzen sich die Leute da gegenseitig die Haut. Ist echt unglaublich, was für ein Katzengeballer es da gibt. Weil einige Leute der Meinung sind, man müsse unbedingt weiche Drogen legalisieren. Also ich meine, ich bin ja aus bestimmten, ich möchte mal sagen, recht rationalen Gründen auch dafür, weiche Drogen wie Cannabis zu legalisieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich finde, dass man sowas nehmen sollte. Ganz im Gegenteil, ich hasse sowas eigentlich. Bin da ein Gegner von. Aber es ist halt so, dass viele Leute, die dafür kämpfen, mit so bestimmten Scheinargumenten, sind halt natürlich der Meinung, also machen das natürlich deswegen, weil sie das Zeug selbst legalisieren wollen. Das merkt man aber ganz schnell, ob jemand jetzt wirklich einen rein sachlichen Standpunkt hat oder so einen emotionalen, weil er das Gefühl hat, er macht was Illegales, weil er eben kifft wie sonst was, aber das eben verboten ist. Warum wabel ich hier so hin und her, möchte ich mal erfahren. Okay, das aufgehört. Naja, aber auf jeden Fall, ich habe das mal in einem Bioshock-Video erzählt. Einer von den Genossen da, mit dem ich ja diskutiert habe, der eigentlich, naja, also ich war eigentlich auf seiner Seite rein, wenn man es mal runterbricht auf die Stellung zu Legalisierung, ja oder nein, war ich eigentlich jetzt an der Seite, aber wir haben uns ja trotzdem miteinander angelegt, weil er sich so dusselig benommen hat und so einen dusseligen Vergleich aufgestellt hat, und ich ihn dann sozusagen, naja, darauf hingewiesen habe, dass der Vergleich eben dämlich ist.
er daraufhin 80 meiner Videos gehatet hat. Aber diese Diskussion brennt immer noch. Dieser Typ allerdings hat sich nicht wieder in der Diskussion blicken lassen, nachdem ich ein letztes Machtwort gesprochen habe, eine letzte Beleidigung sozusagen aus dem Hut gezaubert habe, für die ich auch verwarnt wurde übrigens. Aber der hat sich nicht wieder blicken lassen. Hätte mich aber auch nicht gewundert. Also ich meine, auf meinem Channel sowieso nicht, weil ich hatte ihn ja dann geblockt. Und dann hörte das Gehate ja sowieso auf, plötzlich, mit einem Mal. Was für mich dann so ein bisschen der Beweis war, dass er das tatsächlich war. Na. Komm, machen wir mal so einen hier. Dann holst du den noch ab. Weil ich finde es irre, was die Leute teilweise dann für solche... Also einmal, wie solch ein Thema so unglaublich rational, emotional aufgeladen sein kann. Das ist schon mal das eine, was mich fasziniert. Und das andere ist, also, dass Leute wirklich bereit sind, ja, also, da in so einem Forum wirklich Tage und Nächte darüber zu diskutieren und sich immer mit den gleichen Leuten zu unterhalten. Dann kommt da irgendwie so ein kleiner, so ein 12-Jähriger, der wirklich von nichts eine Ahnung hat und sagt, Drogen und da kann ich ja nicht mal mehr Leitungswasser trinken vor Angst. Oder ich denk's, was sind das jetzt für ein Argument? Wo hast du das hergezaubert? Na komm, ich mach mal ein paar. Oh, ein bisschen heller hier. Also womit wirklich kein Mensch mal was anfangen kann mit so einem dümmlichen Argument. Aber gut, es gibt dann halt auch, also für jedes dumme Argument gibt es einen Dämlichen, der es bringt. So ist das immer so meine Ansicht, was dumme Argumente angeht. Da hinten ist schon wieder Monster-Alarm. Ich will hier doch nur in Ruhe Holz hacken, Mensch. Ich hab ja schon richtig was hier. Komm, ein 64er Stack besorgen wir uns noch. Und dann fangen wir als erstes mit der Farm an oder fangen wir als erstes... Na, ich zieh erstmal einen Ring, wie immer. Erstmal ziehe ich einen neuen Ring. So, da. Na, wo klingelt mein Handy? Wo liegt denn das? Ich kann es gerade echt nicht sagen. Irgendwo klingelt es hier. Und ich finde mein Handy nicht. Naja, egal. Jetzt muss es halt mal klingeln. So. Hacke ist auch im Armor. Guck mal, 11 Stück. Ja, ein bisschen geht noch. Bisschen geht noch. Sollen Sie mich halt mal anrufen? Sollen Sie mir halt mal eine SMS schreiben oder eine E-Mail oder sonst irgendwas? Sie wissen ganz genau, dass ich ungern ans Handy gehe. Naja, aber das Let's Play Forum. Ich habe manchmal das Gefühl, also ich meine, vielen von euch, ich weiß ja nicht, wer das jetzt genau ist, der die Videos guckt und wer nicht, aber einigen von denen, die es gucken, wird das jetzt so, wir können da gar nicht viel mit anfangen, weil sie natürlich in diesem Forum nicht unterwegs sind, aber es ist so, es ist halt ein ganz nettes Ding, wo sich eben viele Let's Player treffen, um über alles Mögliche zu diskutieren, über Videoqualität und über sonst irgendwas. Er kennt ja sicher, ich habe ja schon öfter über das Forum gesprochen. Aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass diejenigen, die sich da eigentlich, die sich da eigentlich wirklich aufhalten die ganze Zeit, also zum Großteil, es gibt auch Leute, die relativ groß und erfolgreich sind, aber dass diejenigen, die da hauptsächlich richtig aktiv sind, eigentlich eher die unerfolgreicheren sind. Und das sind auch gerade die ständig überall Feedback geben wollen und irgendwelche Regeln erfinden. Nice. Gute Arbeit. Lass ich jetzt erstmal so. Irgendwelche Regeln erfinden von komischen, die man irgendwie angeblich zu befolgen hätte, habe ich letztes Mal schon drüber gesprochen, die ganzen angeblichen Let's Play-Regeln. Das sind eigentlich komischerweise immer die selber kaum Zuschauer haben und auch, ich weiß nicht, selber auch nicht so gute Videos machen. Habe ich manchmal echt das Gefühl. Also... Bin mir echt nicht sicher, ob das stimmt jetzt oder ob ich jetzt einfach viele Leute auch vergesse in meiner Überlegung. Aber es ist manchmal, fällt es schon auf, dass die Leute eben mit den strengsten Meinungen und den strengsten Ansichten über das Ganze, dass die eben auch die wenigsten Zuschauer haben. Also,
Und gut, das, was da sowieso abgeht mit dem Gehate, dass man da irgendwie kaum mal ein Video vorzeigen darf, weil die Leute auf den Channel gehen, um das Video zu haten, das habe ich auch schon mal erzählt. Das ist ja sowieso so eine asoziale Art. Und dass es dann da noch Leute gibt, die das Video nicht mal haten wollen, weil sie Angst haben, ihm einen Klick zu schenken, das ist dann wirklich so das, die höchste Stufe der Abartigkeit für mich. Also bloß sich nicht gegenseitig unterstützen. Das könnte ja, man könnte ja der Konkurrenz helfen. Der schlimmen Konkurrenz. Wir sind ja alle, riesige Konzerne, die miteinander in Konkurrenz treten und sich gegenseitig jeden Euro Umsatz klauen wollen. So. Wo ist das Holz in diesem Baum? Da sitzt es. Da sitzt es, als wäre nichts. Ne? Man weiß gar nicht, wie hart das Leben sein kann. Ja. Oh, wie Fische, die schwimmen und schwimmen und schwimmen. Die wissen gar nichts vom Leben. Den hole ich auch gleich runter. Na. Ist da irgendwo Holz? Komm. Oh, das war's schon mit der Schere. Ich werde mal eine neue machen. Ist ja Hammer, wie schnell die kaputt geht. Weil die auch gut geschnitten hat, das kann man ihr nicht vorwerfen. Aber gut, ich scheine tatsächlich das ganze Holz gekriegt zu haben. Na, Schweini? Altes Ferkel? Bruno, du Ferkel? Ich nenne dich Bruno. Bruno ist der ideale Name für ein Schwein, finde ich. Ich finde, jedes zweite Schwein mindestens sollte Bruno heißen. So, was haben wir hier noch? Dich noch? Oh, was war das für ein Geräusch? Naja, das war wahrscheinlich auch nur in der Musik. La Musique. Das ist so ein ganz toller so ein Soundeffekt. Oh, 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 da haben wir noch ein Hölzerlein vergessen. Ein Hölzerlein. Ach komm. Wir pflanzen wir hier eng auf eng, aber es ist egal. Also, wenn sich da wieder ein kleines Wäldchen ergibt, dann ist mir das durchaus recht. Interessant wird's, wenn ich gleich wieder, wenn ich nachher für die Farm, nee, für die Farm nicht, für den Stall, beziehungsweise die Dingens hier, ihr wisst schon. Die Dingens, ach sag doch mal, sag schnell. Naja, für die Scheune halt. Wenn ich da wieder Sprucewood brauche, das habe ich mir nämlich vorgenommen, das aus Sprucewood zu bauen. Dann wird's wieder interessant. So, jetzt gehen wir mal kurz. Ich habe wirklich ein bisschen Holz gesammelt. Das ist ganz gut. Kann der Freddy K. nachher noch ein bisschen was oben drauf sammeln. Oh, 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 Skelettalarm. Ist einiges los. Der Mond geht aber schon mal unter. Das ist auch nicht schlecht. Na, komm. Machen wir mal 2,64er davon. Ach, machen wir gleich 4,64er draus. Habe ich ja noch 3,64er, also noch 12,64er. Das ist doch eigentlich eine gute Quote. Und dann machen wir erstmal den Ring hier fertig. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Wobei es eigentlich gar nicht so schlau ist, weil mich das daran hindert, da hinten vernünftig hochzukommen. Egal. Na, schießen die jetzt auf mich? Da bemerken die mich gar nicht hier oben, weil ich so leise wie eine Ballerina. Ich befürchte, dass die mich eben doch. Wo brennt ihr schon? Oh, gleich brennt ihr, ne? Herrlich. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Nö, toll. So, jetzt brenn aber. Brenne er. Fieser Typ. Wieso brennst du denn nicht? Erwin. Ach, ob ich das nachher mache? Dann brenn doch mal. Die Sonne steht doch schon da hoch oben. Sowas. Es ist so schwer heutzutage anständiges Personal zu finden, das rechtzeitig anfängt zu brennen.
Ach, jetzt wollen wir schwimmen, ja? Schön Hallenbad auf meine Kosten. Mit dem Jutenchlor, was ich da mir vom Mund abgespart habe. So, jetzt wollen wir noch mal kurz gucken. Das hier ist der 60er Ring. Ich muss ihn nämlich oben nicht extra noch mal wieder ganz zählen. Das hier ist der 60er Ring. Das hier ist der 58, 56, 56, 54er Ring. Den machen wir, glaube ich, als erstes, den 54er Ring. Oder? Ich glaube, wir machen den 54er Ring als erstes. 60, 58, 56, 54. Okay, jetzt habe ich ja vergessen, Plots zu öffnen gerade parallel. Das machen wir mal eben. Plots, so. Schön Sphere. Take me to Plots. Und eine Ellipse mit 54 Breite und 54, naja, Breite halt. So. Ist das immer noch nicht platt? Gibt's ja nicht. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Dann 1, 2, 2 mal die 3 mal die 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3 mal die 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal die 1. Alter Schwede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 mal die 2 nehme ich an. Jawohl. 3 mal die 2. 2 und 1, 2. Dann 4 und dann wieder 5. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Ja. Nee, ich weiß nicht. Ihr könnt euch ja mal den Spaß gönnen und mal irgendwie ins Let's Play Forum anmelden. Und mal irgendwie, ich weiß nicht, euch angucken, was es da so gibt. Ich sag's euch, also für alle von euch, die Let's Player sind und vielleicht nicht da angemeldet, es ist echt ein absolut super Platz, wenn man irgendwas hat, irgendwas braucht, irgendwas wissen will. Da sind Leute, die haben ein enormen technischen Verstand vom Let's Playen, was also so, ja, tatsächlich die Technik dahinter angeht. 1, 2, 3. Also was die Programme angeht, die man benutzen kann, was die Soundspektrum angeht, alles Mögliche eigentlich. Die Mikrofonie, ne? 4, 5, 6, 7. Das ist schon relativ cool. Aber um sich das zum zweiten Wohnzimmer zu machen, finde ich, ist das einfach nicht der richtige Ort. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. 5. Puh, das noch zweimal. 3, 4, 5. Also lauschen wir einfach mal schön der schönen Musik. 3, 4, während ich versuche, mich nicht zu verzählen. 1, 2. 1, 2. Aber so lange geht's ja auch nicht mehr. Also wir haben ja den größeren Teil, glaube ich, haben wir schon geschafft. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, anders schon wieder 2 64er Stacks, 3 sogar. Hoho, irre. Was das kostet? Was das kostet? An Biomaterial, ne? 3 und 3 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das passt ja. Nur noch 44 übrig, dann komme ich ja wieder nicht bis nach da hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Ups. 1, 2, 3, 4, 5. Ist ja schon wieder zu viel. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir den mal wieder weg. Machen wir mal 1, 2.
1, 2, 1, 2, und dann kommen die 7 Einser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, und das passt nicht. Habe ich falsch gemacht. So, dann machen wir erstmal die schön hier nochmal zu Stückchen. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, shit. Das war nicht geplant. Und wir sind fast durch mit dem Kreis jetzt hier. Nicht schwach werden. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das wird ja bestimmt. Achso, Quatsch. Hier bin ich ja noch gar nicht da. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, boom. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu gar nichts. So werden wir nie fertig. Und wieder der falsche Ring genommen. So, 1, 2, 3. Jetzt 1, 2, 3, 4 Pots. Oh Mann. Ah, komm, eines Tages muss das mal klappen. Eines Tages muss es klappen. Vielleicht sollte ich doch mal in die Knie gehen dabei. Knie vor deinem Mann, ne? Und ich bin schon wieder auf dem falschen Ring. Oh, konzentrier dich doch mal ein bisschen. Ist ja furchtbar. Ist ja furchtbar. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scheint ja zu passen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, ich habe zwar jetzt Blöcke weggemacht, die ich gar nicht hätte wegmachen müssen, die ich später noch hätte brauchen können, aber ich finde es besser so. Weil man sich dann. Naja, komm. So, das soll für jetzt genügen erstmal. Dann mache ich nachher, wenn der Freddy da ist, mache ich da den nächsten Ring. Und dann müsste ich eigentlich auch mal anfangen, oben ein, zwei Glowstones reinzusetzen. Sonst wird das Ganze ein bisschen düster. Für meinen Geschmack. So, wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin gerade? Bin ich desorientiert. Nicht resigniert, doch reichlich desillusioniert. Gucken wir gleich, ob der Nachwachsprozess auch in Gang getreten wurde. Das sind ja noch so eine Viecher, das ist ja irre. Gar nicht gesehen im Dunkeln. Dass hier noch so eine Okolyten wachsen hier. Oh, das wird schon gehen mit dem Nachwachsen, denke ich. Ich glaube, ein, zwei Bäume sind auch schon hochgewachsen wieder. So. Aber, was wir jetzt mal machen müssen, auf jeden Fall. Ja, genau, wir rennen erstmal hier oben rein eben. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was wir noch so an Steinen da haben. Oder vielleicht sogar, oh mein Gott, hab ich den Kohldampf? So. Hab ich den Hunger? Nee, hier wollten wir gucken. Ah ja, gut, das ist ja ordentlich. Achso, wir haben sogar 64er Stacks. Oh Masse, das ist ja herrlich. Dann werde ich mal das Eisen hier rauszerren. Und hier auch das Eisen rauszerren. Und nochmal ein bisschen Cleanstone, Smoothstone nachmachen. Dann können wir mal ein bisschen Kohle nachgeben hier. Und hier auch. So, dann rein mit dir und euch und ihr auch. Dann haben wir ja schön wieder ein bisschen Eisen dazu gewonnen. Ja. Und dann
glaube ich, müsste ich auch mal wieder kurz Pause machen, damit ich gucken kann, wer mich angerufen hat, falls es was Wichtiges war. Ja, und dann sehen wir uns später wieder hier mit dem Freddy K. Also bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen und DDGX out.